Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Mountainbike-Video hier auf meinem Channel. Ich bin heute wieder mit Sebastian unterwegs und natürlich mal wieder mit Sebastian sein Bike unterwegs. Wir sind heute ein bisschen im Fürther Stadtwald und erkunden einfach so ein kleines bisschen den Fürther Stadtwald. Also bin hier noch nie mit dem Fahrrad lang gefahren. Ich weiß aber, dass es hier ein paar geile Spots gibt, ein paar geile Sprünge und auch ein paar geile Trails durch den Wald und so. Wir fahren heute auf jeden Fall ein kleines bisschen rum. Ich nehme euch mit. Wir schauen, was hier so geht. Und wenn ihr Bock auf mehr Downhill- bzw. Mountainbike-Videos habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt als erstes mal da runter, weil das schaut nach einer Line aus. Mal gucken. Okay, Leute, let's go. Okay. Jetzt endet. Fast reingefahren, Alter. Ja, aber den können wir springen hier, oder? Aber du kannst auch hier vorbei. Ich kann ja. Aber links geht's auch noch. Ich glaube, den ersten könnte man hochspringen, aber müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Wir uns, du dich. Ah, shit, ey. Da ist schon die Jumpline hier. Eine Jumpline. Oh, shit. Oh. Ich glaube, die hier ist was für uns. Lass mal die fahren. Freunde, die erste Abfahrt war jetzt nicht so optimal. Wir sind halt noch nicht eingefahren, deswegen bringen wir auch noch nicht sofort das Zeug. Ist natürlich auch wichtig, erstmal die Line anzugucken, bevor wir da runterbrettern. Ja, aber ich glaube, hier geht schon was. Freunde, wir haben eine kleine Line gefunden. Anfängerfreundlich, würde ich sagen. Startet hier direkt beim Turm. Einfach gerade rein. Ich war vor, Sebastian hinterher. Saugeil. Und die macht Ölbock. Das sieht von hinten so geil aus. Ja? Echt, ohne Mist. Richtig geil, ey. Saugeil. Und das sieht von hinten so geil aus. Ja? Ja. Bist du gut drüber geballert? Ja. Ja, wir sagen gleich nochmal. Ja, auf jeden Fall. Oh, geil, ey. Auch jetzt viel Spaß. Jetzt hört er mir davon. Ja. Alter. Hast schon gut reingezogen, ey. Echt laun. Echt laun. Noch schneller wäre nicht gegangen, das wird. Aber ist bald. Ja, war schon krass. Wir haben jetzt noch ein kleines Ding gefunden.
mitten im Wald. Und da haben sie ganz viele Sprünge reingebaut. Ich stehe hier gerade auf so einem Baumstamm drauf. Dann geht es da vorne in die Richtung. Da nochmal so einen kleinen Sprung. Aber, Alter, ich muss erstmal hier. Schon mal wieder Baum wackelt. Alter. Ich weiß nicht, ob der mich hält. Nee. Boah, der wackelt noch mehr. Schau mal, Leute. Yo. Ich schnalle euch mal kurz auf die Brust. Dann fahren wir mal hier so ein paar kleine Sprünge ab. Schauen, was so geht. Also hier ist der kleine Sprung. Das schaut gut aus. Können wir ein bisschen mehr shapen, aber ist geil. Ich muss sagen, es macht mega Bock, einfach so ein bisschen im Wald rumzuheizen. Falls ihr die Möglichkeit habt, macht es auch. Passt natürlich auch, ne? Halt ein bisschen Abstand und so. Wir sind auch nur zu zweit unterwegs und halt natürlich auch Abstand von allen anderen Leuten. Aber ich muss sagen, es ist halt noch ultra ungewohnt für mich, mit so einem dicken Downhill-Bike zu fahren. Weil mein BMX ist halt halb so groß gefühlt und damit kann ich natürlich dick jumpen. Aber ja, langsam komme ich schon rein. Macht schon echt extrem Spaß. Vor allem, wenn man so längere Abfahrten hat. Neuer Trail, schauen wir mal. Aber das schaut geil aus. Ja, das ist vorbei, ne? Ja, so wie du den Baum weglegen soll. Wir haben einen neuen Trail gefunden, hat uns gerade irgend so ein Dude gezeigt. Es sind ein paar Sprünge drin. Wir fahren jetzt zum ersten Mal. Wir sind einmal hochgelaufen, einmal kurz drüber gerollt. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen springen können. Jo, auf geht's. Matschig. Voll matschig. Ja. Sonst glaube ich, wäre sie ganz geil, aber... Ja, sehr matschig. Aber ich finde, die Sprünge sind ganz gut. Die sind nicht schlecht, da. Ich habe einen leider verpasst, den ersten. Ich habe den zweiten verpasst, oder den letzten verpasst. Ne? Ja, Leute, wir machen jetzt erstmal Feschwarpause, weil wir sind schon 3 Stunden gefahren oder so. Ja. Ja, ich würde erstmal was essen. Boah, ich muss noch weiter zurück. Komm! Der war gut! Oh, der war gut! Oh, shit! Ja. Man kann nicht alles sofort. Nee, man kann nicht alles können. Auch hier muss man was üben. Ja, ich habe jetzt mal meine Cam mit einer richtig langen Stange an meinen Helm dran gemacht. Ihr seht die Stange nicht, weil die Cam macht die Stange schon automatisch raus. Aber ich werde damit gleich mal eine Abfahrt machen. So schaut das Ganze dann ungefähr aus. Ich glaube, könnte schon cool sein. Nur ein bisschen Angst, dass hier der Kleber sich löst und meine Cam runterfällt.
Aber Berufsrisiko, Leute, das muss man eingehen für die Videos. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn meine Cam runterfällt, dann lasst am besten zwei Daumen nach oben da. So, let's go. So ein Videospielcharakter so und dann schlafen in GTA. Stimmt. Okay, Freunde. Nice Perspektive, glaube ich. Ich habe jetzt mal die Kamera vorne dran. Zieht den Helm auf jeden Fall gut runter. Bin ich mal gespannt, wie es für euch ausschaut. Ja, krass, ey. Wir fahren jetzt noch mal die kleine Abfahrt. Ich hoffe, es hält alles. Sebastian fährt vor, ich fahre hinterher. Muss ein bisschen meinen Kopf vorne halten. Auf geht's. Alter, mein Helm rutscht so. Okay, ich glaube, mein Helm ist dafür zu locker. Ich müsste irgendwie meinen Helm hinten festmachen oder ich bräuchte irgendwie ein Gegengewicht, weil so rutscht mein Helm die ganze Zeit weiter runter und dann sehe ich irgendwann nichts mehr. Aber ich hoffe, ich konnte trotzdem ein paar nice Aufnahmen davon benutzen. Okay, wir haben jetzt mal die Cam an den Sattel dran gemacht. Die sitzt ein bisschen nach hinten ab, aber ich glaube, könnte auch eine ziemlich geile Perspektive sein. Let's go. Fuck. Ich bin komplett drüber gefahren. Hey Freunde, wie ihr gesehen habt, sind wir gerade noch mal hier runtergehalten. Problem nur, mein Stab ist abgebrochen. Wir hatten das ja hier hinten dran. Hat anscheinend nicht so viel ausgehalten. Aber ja, ich bin auch noch zusätzlich über die Cam drüber gefahren. War nicht so praktisch. Sebastian macht immer meine Sachen kaputt. Ja. Was soll denn das, Sebastian? Nur der Kameramann. Ja, Leute, ich glaube, wir haben den Stab heute schon gut strapaziert auf jeden Fall. Es war, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis das Ding runterhaut. Ich sage an der Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und jetzt müssen wir einen neuen Stab kaufen. Und eine neue Cam, weil die ist ziemlich zerkratzt. Sebastian ist schuld. Bis dann, ciao.